Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Ja, hallo liebe Hörenden da draußen an Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur BGT. Heute wieder eine Folge in größerer Besetzung und zwar eine 4 gewinnt. Und 4 gewinnt bedeutet, wir sind zu viert. Mit dabei sind heute der Olli. Hi Olli. Moin, moin. Der Dennis. Na da. Und der Lars endlich auch mal wieder. Moin. Genau, 4 gewinnt und zwar Spiele mit Miniaturen. Ja, wir wollten eigentlich was ganz anderes machen. Wir wollten eigentlich Spiele mit 6 und mehr Personen machen, aber das waren aktuell Better Board Games. Haben wir verlinkt, könnt ihr euch da anschauen. Das ist bestimmt auch eine hervorragende Liste. Deswegen machen wir heute Spiele mit Miniaturen. Was wir da alles so ausgewählt haben, könnt ihr euch gleich überraschen lassen. Zum einen gibt es noch den Hinweis, Dennis und ich haben den aktuellen Beeple Talk aufgenommen mit einem, Spiele-Jahrgangsrückblick, aber nicht den aktuellen, sondern, Dennis, was haben wir gemacht? Wir haben 2019 uns angeguckt und und philosophieren so ein bisschen über die Frage, ob das der vielleicht beste Spielejahrgang aller Zeiten war. Genau, sehr, sehr spannend, ohne uns selbst loben zu wollen. Und kleiner Spoiler, war auf jeden Fall ein ziemlich guter Jahrgang. Könnt ihr beim People Talk hören, ist auch verlinkt in den Shownotes. Und dann hatten wir in der letzten Folge gefragt, andere Paare sollen sich gerne melden, ob sie denn eher zu zweit spielen oder auch in Gruppen wie Dennis und Lisa. Und die Luisa, die ja mit uns die Viticulture-Folge aufgenommen hat, hat uns geschrieben, dass sie auch mit ihrem Mann gemeinsam zum intensiven Brettspielen gekommen ist und die spielen vor allen Dingen zu zweit. Genau. Also anders als Lisa und ich, aber ja. Genau, darum ging es ja dann nochmal zu hören, wie das andere machen. Aber da ja zum Beispiel sie auch großer Viticulture-Fan ist, nicht nur zwei Personen-Spiele, sondern eben durch die Bank alles. Gut, und bei einer Gezockt-Folge gibt es natürlich auch einen News-Blog. Und Olli, du hast teure News mitgebracht. Ja, passend zum Thema, zum Hauptthema, wenn es ja heute um Miniaturen geht. Wobei das für die meisten, zumal die Folge jetzt auch erst ein paar Tagen rauskommt, gar nicht mehr so neue News sein werden. Aber es gibt gerade zwei Crowdfunding-Projekte mit ziemlich vielen und coolen Miniaturen. Und zwar zum einen auf Kickstarter von Simon, das Deceased, a Zombie-Side-Game, das mich vor arge Probleme stellt. Wer hier schon länger zuhört, weiß vielleicht, ich habe ja meinen kompletten Zombie-Side Bestand verkauft, um Platz und Geld zu besorgen, um mir das Marvel Zombies Komplettpaket zu holen. Und jetzt kommt DC, was ja auch jeder weiß, wesentlich besser ist nochmal als Marvel vom Franchise. Das ist korrekt. und denken jetzt zumindest Olli und Dennis. Ja, und das bringt mich ein bisschen vor Probleme. Ich bin da jetzt mal rein, vorerst nur mit dem Core, aber die hauen jetzt Simon typisch natürlich nochmal eine Expansion nach der anderen raus. Ich glaube, heute wird jetzt gerade Arkham Asylum oder sowas released. Ja, wird schwierig. Und das die zweite Kickstarter ist dann die GoFound-Kampagne für Ollis Deceased. Genau. Marvel Zombies meinst du? Genau. Ja, ja. Mal schauen. Bei das Marvel Zombies gefällt mir schon, ich mag ja auch Marvel, aber DC ist halt einfach besser. Und das zweite dann auf GameFound, der dritte Nemesis-Teil, Nemesis Retaliation. Und dieses Mal so ein bisschen anders als eben Nemesis und Nemesis Lockdown. Denn jetzt ist das thematisch quasi in dem zweiten Film Aliens. Das heißt, wir haben jede Menge Firepower dabei. Es tauchen dann wohl aber auch wesentlich mehr Aliens auf und ist alles so ein bisschen mehr Geballer. Und Awakened Realms typisch, natürlich wieder mit mega geilen und vielen Miniaturen. Und da bin ich momentan auch reingegangen mit dem, ich glaube, dem Gameplay All-In. Aber dann sind da ja keine Miniaturen bei. Das ist jetzt eine Standee-Variante, oder? Oder hast du die Miniaturen? Genau, es gibt so eine, also das Package mit den Miniaturen habe ich natürlich genommen. Ah, okay. Das andere okay. Macht ja keinen Sinn. Ich hatte sogar kurz überlegt, ich habe ja tatsächlich weder Nemesis noch Nemesis Lockdown. Petros hatte die ja beide. Jetzt wird sich ja Petros nächstes Jahr nach Griechenland verabschieden.
Das heißt, da hätte ich auch keins mehr griffbereit. Und es gibt hier wohl so ein Package, wo du alle drei zusammen, ich glaube für $300 oder so, was eigentlich ja gar kein so schlechter Preis ist. $300 wäre auf jeden Fall, das wäre oder sehr noch was, ich meine, da kommt ja immer noch Steuer dann oben drauf, also bist du wahrscheinlich nachher am Ende bei 400, aber auch das ist ja eben mit den Stretch Goals, also es ist immer Corebox und Stretch Goals, vielleicht auch ein cooler Deal. Läuft ja noch ein bisschen, ich schau mal. Was ich auf jeden Fall, das habe ich nämlich, den Pledge habe ich genommen. Ich habe dieses, nur das Core-Game, aber mit den Miniaturen genommen und habe dieses Terrain noch dazu genommen, was also irgendwie Türen und so Gedöns, ohne ist ja quasi unspielbar. Ja. Genau. Aber das läuft noch ein bisschen und mal schauen. Ich überlege immer noch, aber dieses Gesamtpaket ist eigentlich ja wieder auch totaler Blödsinn. Auch wenn das alles coole Spiele sind, braucht man wahrscheinlich nicht alle drei, zumal ich ja eh keinen Platz habe. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich eher was für eine Gruppe oder so, die alles drei noch nicht hat, wo dann so was jeder ist das auf jeden nimmt. Fall cool, genau, wenn ihr irgendwie, dann kann man sich das schon, dann kriegt man die Dinger auf jeden Fall jetzt zu einem super Preis. Wobei ich ja mitbekommen hatte, ich war ja hier, das Brettspiellager hatte ja diese blaue Taschenaktion und da war ich ja vorher zum Testen und die hatten eben halt auch Nemesis da stehen und ich wäre nie auf die Idee gekommen zu versuchen, diese Box in diese Tüte zu quetschen. Das haben aber wohl einige geschafft. Und dann hattest du wirklich einen geilen Preis. Also das war Lockdown. Das war, glaube ich, der Preis war dann 130 und dann hast du 50% gekriegt. Also hast du für 65 Euro einen Lockdown gehabt. Das ist nicht schlecht. Ja. Das ist auf jeden Fall, naja, die ist ja quadratisch. Daher passt die da schon irgendwie dann rein, ne? Die Box. Ja, also die haben wohl alles da reingeschoben. Die haben auch Descent da rein. Also Descent war ja dann irgendwie, das war ja schon runtergesetzt auf 88 Euro. Das heißt, das hast du dann für 44 gekriegt. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und das war wohl irgendwie nach 45 Minuten ausverkauft. Ja. Aber da sind wohl auch einige Tüten gerissen. Ist egal. Aber zu dem Nemesis, alle drei zusammen schon eigentlich schon ganz krass. Ja, also ich habe gerade noch mal geschaut, es sind $345. Okay. Es kommt natürlich dann Shipping und Steuer drauf, aber na gut, dann ist man wahrscheinlich so bei 150 Euro roundabout pro Spiel. Ist ein okayer Preis oder eigentlich ganz guter Preis, wenn für man Core mit Stretch Goals und genau, für Core, Preis. Ja, genau. Und wenn man da so eine Gruppe hat, die Lust hat, wo jeder quasi sagt, okay, ich nehme das, ich nehme das, ich nehme das, das ist ja sehr cool. Ja, ich glaube auch. Und das Nemesis ist sogar mit Aftermath und Void Cedars. Ach krass. Ja, das ist und den Stretch Goals. Daher, also Aftermath und Void Cedars dann. Ich bin auf jeden Fall gespannt über das Retaliation, wie das so ist. Das ist ja auf jeden Fall, was man so da sieht. Auch das Board so ein bisschen anders. Das wird ja mehr so vor allen Dingen die Gänge dann aufgebaut und da sind sehr viele so Puzzleteile, wo sie versprechen, dass da nichts drankommt, weil sie so extra ein bisschen Platz haben. Bin ich gespannt zu sehen, was sie da sich haben Neues einfallen lassen, weil bei Lockdown war ja außer mit dem Strom nicht so richtig viel anders. Bringst du dann im März mit, Olli, oder? Das dritte. Ja. Ich habe tatsächlich, was ich mache, ich werde es auf Englisch nehmen, weil bei Awakened Realms wartest du ja immer ewig auf Deutsch und mir ist das eigentlich egal, wobei ich muss sogar sagen, ich bevorzuge mittlerweile Englisch, weil eigentlich so die Leute, mit denen ich spiele, denen ist das egal. Und auf der Arbeit bei unseren Office Board Game Nights, da haben wir halt einige, die gar kein Deutsch sprechen. Und da ist dann sogar ganz cool, die Englischen zu haben. Ja. Sehr gut. Okay, dann hat der Lars die nächste News nach dieser ausgiebigen und teuren News. Ja, wir bleiben sozusagen bei Crowdfundings. Und da gehen wir mal zu Backerkit. Backerkit hat ja angefangen damit, dass sie so diese Surveys verschickt haben oder dass zumindest diese Survey-Abwicklung über Backerkit lief, dass man da noch diese, ja, ich glaube, Add-ons konnte man darüber noch machen und sowas. Den Pledge-Manager quasi. Genau. Und die machen ja jetzt selber auch Crowdfundings. Und die haben jetzt gesagt, also es sind auch nicht mehr die brandneue News, das ist so von Anfang Oktober, glaube ich, dass sie keine Spiele mehr
auf ihrer Plattform wollen, wo die Artworks rein AI-generated sind. Also alles, was nur von der AI gemacht wurde, wo noch nie vorher ein Mensch dran gearbeitet hat, sozusagen. Also nicht, dass es Bilder sind, die dann noch irgendwie bearbeitet wurden, sondern rein AI-erstellte Bilder. Das wird dann nicht mehr verkauft. Und da hat auch zum Beispiel der Alex von Board Game Co., der ja mit drin sitzt bei Gamefound, der hat halt gesagt, er ist sich da noch nicht so sicher. Die Diskussion wird es natürlich geben, wie sich das bei Gamefound verhalten wird, aber es ist da noch nicht, wo, soweit ich weiß, noch nicht zu einem Ergebnis gekommen. Kickstarter scheint das egal zu sein. Kickstarter ist alles egal. Ob das jetzt so das wird ja sicherlich, oder ich kann mir vorstellen, dass wir da ja, oder hatten wir auch schon mal geplant, eine Folge zu machen zu diesem Thema. Vielleicht kann man dann da ja auch nochmal drüber diskutieren. Oder ihr schreibt uns mal, was ihr über AI-generated Artworks in Brettspielen so denkt. Und da ist natürlich immer, gibt es immer mehrere Seiten drauf zu gucken. Natürlich gibt es unheimlich gute Künstler und gute Kunst kostet natürlich auch nicht wenig Geld. Und für kleine Studios kann das vielleicht was sein, dann mit AI zu arbeiten, zumindest am Anfang oder so. Dann ist natürlich aus Konsumentensicht, muss ja auch schon irgendwie gut sein, wenn das dann so 6 Finger hat, wie gewisse Logos, dann ist das natürlich nicht so schick. Also muss man dann mal gucken. So. Finde ich auf jeden Fall ein interessantes Ding, dass sie das gemacht haben, denn dadurch entgeht denen natürlich auch ein bisschen was. Also die verzichten praktisch darauf, auf einige Umsätze so auch. Ne? Und das ganze Ding ist so ins Rollen gekommen, in die Diskussion gekommen, weil wohl die Firma, die oder das letzte Terraforming Mars Ding irgendwie rein AI-generated Artwork. Das hat ja ziemliche Wellen geschlagen, ja. Das hat Wellen geschlagen und da war dann so die Aussage von dem Firmeninhaber, so, ja, wir sind nur ein kleines familiengesteuertes Unternehmen und wir sparen damit eine Menge Geld. Der Typ scheint aber sowieso so ein bisschen strange zu sein. Der hat ja irgendwie so während Corona auch ein paar ziemlich komische Sachen von sich gegeben und sowas. Ja, also ich habe nur gedacht, also Terraforming Mars ist ja jetzt nicht irgendein Spiel. Und ich glaube, da verdienen die schon ganz gut mit dem Franchise. Das denke ich auch, dass sie da weiß ich nicht, ob das so krass ist, dass sie da unbedingt an dem Geld sparen müssen. Naja, aber das andere Spiel, was sie ja rausgebracht haben, hier dieses Angels and Demons, oder wie hieß das noch? Dirk, da weißt du das doch noch. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Aber Angels and Demons, irgendwas in der Richtung, ja. Genau, aber davon hört man ja gar nichts mehr. Und das sah auch, wann haben wir es gesehen? Letztes Jahr auf der Spiel? Letztes Jahr, ja. Genau, sah ja auch brutal hässlich aus. Aber jetzt mal wirklich, so viel Gutes hört man über diese neuen Terraforming Mars Ableger ja irgendwie auch nicht. Also das scheint ja irgendwie, kommt mir so ein bisschen so vor, als wird die Kuh da noch gemolken, solange es geht. Aber so wirklich was, richtig Cooles, Innovatives hauen sie da nicht mehr raus. Ja, also das Dice Game, das war zum Beispiel auch wieder so richtig hässlich, nachdem die Arx-Expeditionen ja eigentlich ganz hübsch waren, aber das Dice Game, was da auf der Messe auslag, fand ich schlechter als die meisten Prototypen, die auf der Messe zu sehen waren. Es ist halt die Frage, was ist jetzt schlimmer, AI benutzen oder wie bei Terraforming Mars einfach nach den Bildern googeln? Immerhin sind die Flavortexte schön. Ja. Sie haben die Copyrights angegeben, so ist ja nicht. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ist ja dann die Frage, wenn Sie sagen, also reines AI ist verboten, was bedeutet, wo machen Sie das fest, wie viel nachbearbeitet wurde und sowas. Ne? Es wird dann spannend zu sehen sein.
Die Frage ist halt auch, wie wichtig ist das? Also ich nehme Bäcker-Kit immer noch nicht so wirklich als Crowdfunding-Plattform wahr. Ich meine, okay, ist die Cephalofair, die sind da. Ich glaube, der hängt da ja auch irgendwie mit drin bei Bäcker-Kit. Aber ansonsten läuft da ja nicht so viel Großes drüber, ne? Nee, ich habe Clans of Caledonia, den ersten Kickstarter, den ich hatte, der lief über Bäcker-Kit, glaube ich, noch. Und ansonsten. Nee, dann lief da aber der Pledge Manager, weil die. Der Pledge Manager, meine ich ja. Das Crowdfunding machen sie jetzt erst seit einem Jahr oder sowas. Ja, genau. Ich meine Pledge Manager. Ja, genau. Pledge Manager gibt es schon noch öfter, ja, aber so als Crowdfunding-Plattform, was sie jetzt ja neu machen, nehme ich sie noch nicht so richtig wahr. Naja, aber zumindest hat ja. Ja, sorry, Lars. Ich nehme ihn zum größten Teil wahr, weil ich immer E-Mails von denen kriege. da ich aber ein bisschen zurückschraube jetzt, lese ich die nie. Aber es steht dann halt, man sieht in der Überschrift immer so, die neuen großen Krassen hier auf Bäcker-Kit jetzt. Genau, ja, die kriege ich auch. Und dann guckst du da rein und denkst dir so, underwhelming. Okay. Naja, um das mal noch kurz abzuschließen, also Kickstarter hat ja, also den Credit muss man ihnen ja lassen, deswegen ist das ja mit Terraforming Mars auch passiert. Man muss jetzt zumindest Full Disclosure machen, ob man AI-Technologie verwendet hat. Also das muss ja transparent gemacht werden jetzt bei Kickstarter. Daher, das ist nun die größte Plattform, dann können zumindest die Leute entscheiden, ob sie das unterstützen wollen oder nicht. Ja. Daher ist das schon auch ein guter Schritt von Kickstarter, finde ich an der Stelle. Cool, danke Lars. Dann nächste ist Dennis. Ja, wir bleiben im Crowdfunding-Bereich, gehen zu GameFound wieder zurück und sprechen über ein Spiel, was in Deutschland sehr schwer zu bekommen ist, wenn dann zu oftmals horrenden Preisen. Es gab mal vor, ich glaube, 2 Jahren mal so eine Phase, wo es zu halbwegs normalen Preisen zu bekommen war. Und es ist insgesamt Overall Ranking Platz 38 in der Top 100. Und zwar Food Chain Magnat hat ein Reprint mit Erweiterung. Und zwar jetzt auch in einer Deluxe-Variante mit 3D Häusern und so. Und endlich kann Lars Food Chain Magnat spielen. Genau. Yeah. Also hier sind schon die Daumen hochgegangen. Genau. Für 300 Euro, Lars, bist du dabei. Ne? Für Food Chain Magnat und für Erwartung. So ein Pech. Gerade wo ich jetzt so, oh nee, Mann. Also bei GamePoint kannst du einen schönen Installment-Plan machen. Nee, also die unterstützen ja AI-Generated Art. AI. Da gehe ich nicht hin. Nee, auf jeden Fall, ich würde ja das Spiel gerne mal spielen und ich bin hier quasi stellvertretend für Simon, der heute leider nicht dabei sein kann, und zwar für dieses Thema Foodchain-Magnat, nur für den Bereich, weil er es ja sehr liebt und sehr gerne spielt. Und ich würde es auch super gerne mal spielen, weil es ja von allen gesagt wird, ey, du bist echt hart und du musst dir echt gut überlegen, was du machst und dass du deine Maschine ans Laufen bekommst. Deswegen ist das, finde ich, ein spannendes Spiel, wenn es das jetzt wieder zu bekommen gibt. Zudem ist man weggegangen von diesen Schwarz-Weiß-Grafiken, die auf vielen Karten drauf waren. Das war ja so sehr Newspaper-Style, Comic-Newspaper-Style, wie er so in den 50ern war. Ist man jetzt so ein bisschen bei so Werbeanzeigen-Style. Finde ich tatsächlich sogar. Ich weiß nicht, ob ich es besser finde. Es ist auf jeden Fall anders. Also man erkennt aber auch da wieder die Periode, aus der es stammt. Und die Holzmiepel haben jetzt Aufkleber. Genau. Ja, und das könnt ihr gerade noch bei GameFound unterstützen. Gibt einen schönen Trenner dabei, ein Insert ist dabei. Ich bin dann noch am Überlegen, aber wahrscheinlich gilt einfach die Regel weiterhin bis Ende des Jahres keine Spiele zu kaufen. Und deswegen habe ich da leider Pech gehabt wahrscheinlich. Ja, auf der anderen Seite, also wenn man es haben wollt, bei Milan-Spiele gibt es das für 90 Euro, die aktuelle Variante. Da muss man nicht ewig drauf warten und nicht das Doppelte hinlegen für neue Grafiken. Ja, aber da sind die Häuser ja irgendwelche ramschigen Zettelchen. Also ich glaube ja, dass so ein Splotter-Spiel muss auch ein Splotter-Spiel sein. So, ja. Das ist ja so ein bisschen Prinzip bei denen. Daher, weiß ja nicht mal, was Splotter bedeutet, aber das, wenn es ramschige Zettelchen bedeutet, dann Der Verlag heißt Splotter, Splotter-Spellen. Okay. Ja, Splotter. Also Splotter, hervorragende Idee mit den 3D-Häusern. Es tut mir wirklich leid, ich würde es kaufen, aber es ist gerade
finanziell einfach nicht drin. Aber ihr könntet den Lars bei GoFundMe unterstützen. Genau. Ja, und, genau, und am Ende würfel ich dann auf einem W20 und bei einer 30 kaufe ich das Spiel. Versprochen. Ja. Also, und das ist jetzt kein Witz, ne? Wenn ihr für jede 10.000 Euro, die ihr spendet, zähle ich plus eins auf den Würfelwurf. Das heißt, ja, wir können es schaffen. Dann bin ich ja beruhigt. Gut, okay. Heute nur, also ja, alles ums Crowdfunding. Außer bei mir, ich habe eine andere News, und zwar, ja, wahrscheinlich interessiert es kaum Menschen, die uns hören, aber vielleicht doch. Und zwar hat Null Signal, die ja das Netrunner am Leben erhalten, die hatten so einen kleinen Fuba mit ihren Europa-produzierten Karten, weil die haben jetzt seit einigen Monaten den eigenen Shop und produzieren die Karten so in eigener Hand oder managen die Produktion der Karten, um das irgendwie einfacher an die Leute zu bringen, weil das war vorher relativ umständlich, vor allen Dingen für Leute in Europa. Das ist jetzt besser geworden. Allerdings ist dann dabei nachher leider aufgefallen, dass die Kartenqualität nicht der erwarteten Qualität entspricht. Und dann haben sich jetzt sehr viele da beschwert. Hätte man es mir nicht gesagt, hätte ich... man merkt sie schon, das ist etwas dünner und nicht, ja, es ist nicht die gleiche Qualität. Ich fand es jetzt nicht super tragisch. Aber sie ersetzen anstandslos alle Bestellungen, die in dieser Zeit getätigt worden sind. Alle Bestellungen, die sie noch nicht fertig hatten, haben sie dann jetzt auf Hold gesetzt und werden dann in ordentlich ausgeliefert. Da ist jetzt ein aktuelles Update rausgekommen und das wird wohl im Januar dann anfangen mit der Auslieferung. Bis dahin wird das jetzt alles sich noch ziehen, dass sie die Produktion gerade gezogen haben. War, glaube ich, eine ganze Menge. Die Übersetzung für das System Update auf Französisch und Deutsch ist dann auch abgeschlossen, wird ausgeliefert. Das ist zum Beispiel da, wo ich noch drauf warte. Und die anderen werden einfach ersetzt. Genau, muss man gar nichts für tun. Man muss nur was tun, wenn man das nicht haben möchte. Und der Hinweis in der E-Mail, alle, das ersetzt bekommen und das nicht brauchen, weil sie sagen, sie sind zufrieden, wie ich zum Beispiel, die können dann die Ersatzsets einfach an einen Fellow Runner geben, der auch Bedarf hat und das vielleicht sonst nicht bekommen hätte. Mein Set ist leider schon weg. Brauchst gar nicht die Hand nehmen, Dennis, sorry, ich habe das schon einem Kollegen versprochen. Genau, das die Null Signal Games News. Aber weißt du, was da passiert ist? Und ich finde es ganz süß, so einen kleinen Fubar. Ich meine, Fubar, das ist ja so ein bisschen wie ein kleiner Weltuntergang dann. Ja. Fubar, also, für alle, die es nicht wissen, heißt Fucked Up Beyond Any Recognition. Genau. Und ist eigentlich aus einem nicht so schönen Kontext. Das ist nämlich etwas, wo Leute, also wo US Marines Situationen oder Casualties mit beschreiben. Genau. Und ja, da ist einfach, die Produktion war einfach scheiße. Also ach so, okay. Die Kartenproduktion war einfach, ist nicht das richtige Material gewählt worden und die gedruckten Karten sind einfach auf einem, ja, unter paar erwarteten Material. Und das war jetzt eine neue Produktion? Genau. Die haben halt jetzt als erstmals, genau, jetzt haben sie was anderes gesucht. Die haben das halt bei einem europäischen Drucker machen lassen und das ist halt nicht so gewesen wie erwartet. Ja, ich entschuldige mich dafür, aber mein Heimdrucker kann immer nichts anderes drucken. Schade, ganz schade. Dennis. Bist aber jetzt gewechselt von Tintenstrahl auf Laser mal, oder? Genau. Nee, ich bin auf Tintenstrahl gewechselt. Ach so, von Nadel. Ich glaube, er ist jetzt darüber gewechselt, dass Lisa die Karten per Hand malen muss. so wie Petros Figuren bei dir. Hallo, Petros ist bei mir im Keller reich geworden. Der wandert nächstes Jahr nach Griechenland aus. Stimmt, ja. So Griechenland übrigens in Anführungsstrichen. So, Jungs. Ja, Kontenance. Jetzt haben wir, nachdem wir jetzt hier die 24 Minuten für News verbraten haben, geht es dann jetzt endlich mit dem eigentlichen Thema weiter, nämlich unsere vier Spiele mit Miniaturen. Das Ganze möglichst kurz und knapp. Wir versuchen auf ausführliche Regelerklärung zu verzichten. Und den Start macht der Olli.
Ja, fiel mir gar nicht so leicht, zu dem Thema was zu finden. Jetzt nicht, weil ich davon nichts habe, sondern eher, weil ich davon zu viele Spiele habe. Und dann bin ich so rangegangen, okay, über welches habe ich denn bisher noch gar nicht so viel geredet und finde die Miniaturen aber sehr, sehr cool. Und ich habe es bei den News ja schon erwähnt, DC geht im Comic-Bereich über alles. Also habe ich mir ein DC-Spiel genommen, und zwar Batman Gotham City Chronicles. Das hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, kam, glaube ich, 2019 das erste Mal raus bei Monolith Board Games und ist so ja, quasi eine Adaption oder eine Reimplementierung von Conan, das auch von Monolith war. Also von der Spielmechanik her ähnelt es Conan ziemlich, ist noch etwas komplexer. Und das ist auch, glaube ich, so das Problem bisher von dem Spiel gewesen. Denn zum einen sind die Regeln sehr, sehr schlecht geschrieben. Monolith, das sind ja Franzosen. Und die englische Anleitung ist wirklich dramatisch schlecht. Da ist dann auch immer zwischendrin mal einfach ein kompletter Satz mal auf Französisch. Und oh je. Ja. Ich habe mir das dann anhand von Videos beigebracht, beziehungsweise auf BGG gibt's mittlerweile auch relativ viel Material. Und so ein weiteres Problem war, also erstmal, das Ganze ist ein One-versus-Many-Spiel in erster Linie. Es gibt auch noch andere Modi, auf die gehe ich später noch kurz ein. Aber erstmal ist das One-versus-Many, das heißt, du hast einen, der quasi die Bösewichte spielt, und dann gibt es immer ganz unterschiedliche Szenarien mit unterschiedlichen Zielen, und es können nur mit dem Grundspiel dann 1 bis 3 Leute quasi die gute Seite spielen. Es gibt da noch eine Fifth-Player-Erweiterung, wo dann 4 gegen den Dungeon Master oder wie auch immer antreten können. Und da kann man dann immer je nach Szenario aus verschiedenen Heldentypen auswählen. Das ist erstmal ziemlich cool gemacht. Ist auch so recht abwechslungsreich von dem, was man so machen muss in so einem Szenario. Das Problem war, dass sie es, glaube ich, so ein bisschen übertrieben haben mit der Varianz der einzelnen Helden und Bösewichte, denn da gibt's mega viele Fähigkeiten, und auch das war dann in diesem Regelbuch alles ganz, ganz schrecklich dargestellt, dass man diese Fähigkeitsdinger waren dann auf den Karten irgendwelche Symbole, dann war das aber im Regelheft irgendwie alphabetisch sortiert, und bis du da mal irgendwie was gefunden hattest. All das haben sie wohl komplett überarbeitet. Da hat auch hier der Paul Grogan mitgearbeitet und haben jetzt halt ein neues Regelbuch gemacht und haben ganz, ganz viele Spielerhilfen, die es vorher auch so bei Boardgame Geek gab. Also wenn man einen Held hat, dass man so eine kleine Karte hat, die dann schon mal seine Fähigkeiten erklärt, und dass man eben nicht auf der Karte nur das Symbol hat und anhand des Symbols in der alphabetischen Übersicht dann diese Fähigkeit finden muss. Ja, das haben sie also alles überarbeitet. Dazu haben sie jetzt auch einen Solo- und Koop-Mode gebaut, wo man also nicht unbedingt mehr One versus Many, sondern dann rein kooperativ spielen kann. Das hat sich alles relativ oder sehr interessant für mich angehört, denn bei mir kommt es tatsächlich nicht so oft auf den Tisch, obwohl ich es sehr cool finde. Es macht echt Spaß. Die Mechaniken sind unterschiedlich. Also der Bösewicht, der hat so ein großes Board und hat unten so ein River. Das sind dann seine einzelnen Figuren, die dann so durchsliden und die er dann danach aktivieren kann. Und wenn er eine aktiviert hat, kommt die da wieder nach hinten. Und die Helden, es gibt da keine wirkliche Spielreihenfolge. Jeder kann irgendwie seine Züge machen, und man hat so Action Cubes, das ist von Conan übernommen, die man in so einem Pool hat, der dann ready ist, und wenn man dann irgendeine Aktion macht, kostet die so und so viel Cubes, und dann verschiebt man die rüber in so einen Bereich, wo die dann eben verbraucht sind, beziehungsweise wenn man einen Hit abbekommt, können die noch eins weitergeschoben werden, dann gibt's Sachen, wo die dann wieder regenerieren und so weiter und so fort. Und ja, die Miniaturen sind super cool. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Erweiterungen. In
der ersten Season, da waren einige große Boxen noch mit dabei. Die habe ich auch alle. Das ist irgendwie Wayne Manor, Arkham Asylum. Da gab es das Batmobil. Das ist echt so ein riesiges Batmobil. Oder bei Wayne Manor ist halt unten in der Betthöhle, war mal in einem Comic dieser T-Rex. Den gibt's auch als monströse Miniatur. Also ziemlich cool. Dann gab es die Season 2. Die war in erster Linie ein Reprint. Da gab es auch noch so ein paar Boxen. Aber da habe ich relativ wenig von, weil was die da hauptsächlich gemacht haben, war ganz, ganz viele Miniaturen einzeln zu verkaufen. Das war dann wirklich eher so für so ein Fan-Collector oder so und wurde dann halt auch relativ teuer, wenn man da jetzt gesagt hat, man will alles haben. Jetzt eben diese dritte Season ist hauptsächlich diese Überarbeitung vom ganzen Regelwerk. Es gibt diese ganzen Zusatzutensilien, also die Spielerhilfen, das alles, den Solo- und den Koop-Mode und gab noch eine richtig große Expansion-Box auch dazu. Und das kommt jetzt hoffentlich irgendwie so Anfang nächsten Jahres. Und da freue ich mich sehr drauf. Ja. Sehr cool, weil du es dann auch einfach mal öfter gezockt bekommst. Ja, wahrscheinlich dieses One-to-Many ist ja ein schwieriges Format, finde ich. Also da muss man ja echt Bock drauf haben, dass einer immer den Bösen dann spielt. Wobei das hier halt schon, glaube ich, cool ist. Also das ist nicht so, okay, du bist jetzt hier nur der Spielverwalter und im Endeffekt ist eigentlich klar, dass die gute Seite immer gewinnt und du managst das Ganze nur. Du kannst hier schon, also das ist dann schon ein Kopf-an-Kopf-Ding. Ja, du gewinnst dann auch als Bösewicht, ne? Genau, ja, genau, genau. Ja, ich meine nur, also muss man ja auch dann Bock drauf haben, ne? Und wie ist das Problem da? Ist eher halt wirklich diese Komplexität, weil sie die, ja. Das hätte man vielleicht ein bisschen einstampfen können, weil halt echt super viele, da gibt es irgendwelche Fähigkeiten, die hat nur ein einziger Held, hat die dann, was thematisch ziemlich cool ist und dann immer sehr, sehr gut passt, aber dann hast du natürlich eine riesen Liste an unterschiedlichen Fähigkeiten und da verliert man so ein bisschen den Überblick. Ja, verstehe. Und das macht es natürlich dann auch nicht einfacher, dann vielleicht mal zu wechseln, dass jeder mal der Villain ist, wenn du dich da jedes Mal wieder so reinfuchsen willst, sondern man will vielleicht erstmal seinen Charakter eine Zeit lang spielen, um sich eben so vertraut damit zu machen. Sehr spannend. Was es auch noch gibt, ist so ein Versus-Mode, nennen die das. Das ist dann eher so ein Skirmisher. Da spielt jeder dann mit so einem Board, was eigentlich der Böse hat und mit diesem River, wo man die Truppen aktiviert. Und da haben das dann beide Seiten. Und da ist das dann eigentlich dann ja wie ein Skirmisher. Einfach jeder hat jede Menge Truppen und man geht, weil auch von den Guten, da gibt es dann irgendwelche Gotham City Police Department Officer und sowas. Also wo man so ein bisschen nicht einfach nur zwei, drei Helden steuert, sondern einiges an Truppen und da so gegeneinander sich auf die Mappe haut. Das habe ich aber tatsächlich noch nie ausprobiert. Aber den Mode gibt es auch noch. Ja. Okay, ist das dann auch so umständlich von den Regeln oder weiß es gar nicht, weil du es noch nicht angespielt hast? Schon ähnlich, weil auch bei den Bösewichten, die haben eben auch diese Fähigkeiten und sowas. Also ist dann schon ähnlich, denke ich mal. Okay. Ja, spannend. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass sie da irgendwie dann entsprechend nachgelegt haben und versuchen da dem Ganzen, ja, irgendwie die Fehler nochmal auszubügeln und dafür nochmal Geld eingesammelt zu haben, um da ja die Erfahrung für die Spielenden zu verbessern. Die Miniaturen, die dabei sind, ist der Abs. Also die lassen das Fanherz höher schlagen. Da gibt es dann auch, keine Ahnung, 20 verschiedene Versionen von Batman und sowas aus den einzelnen Comics und richtig, richtig cool. Bei mir leider nicht bemalt, aber das schreit eigentlich danach. Also ich glaube, aber das ist halt auch richtig viel Stuff. Aber wenn du das cool bemalt hast, ist das der absolute Oberhammer. Vielleicht schafft Petros das ja bis Mai nächsten Jahres noch. Ja. Sonst darf er halt nicht ausreisen, ne? Genau. Du kriegst deinen Ausweis erst wieder, wenn du alles bemalt hast. Gott. Aber auch der ganze Illustrationsstil, das ist schon sehr so wie die Comics sind, ne? Ja, das die ist, Boxen sind halt auch cool. Also da erstmal nur das Basisspiel sind zwei so riesen Boxen, wo in der einen hauptsächlich halt die Helden drin sind und in der anderen so die Bösewichte. Und da ist das Cover, sieht mega geil aus und die kannst du auch einfach so aneinander schieben und dann hast du ein großes Bild. Das ist ziemlich cool.
Ja, sehr und geil. Merkt immer, dass das Spiel visuell was hergibt, wenn man bei BGG guckt und dann sind da über 1000 Bilder drin. Ja. Und da weiß man immer so, alles klar, die Leute mögen es, das Bild, das Spiel ja zu zeigen. Hast du auch das, das RPG hast du aber nicht mitgebackt? Das habe ich jetzt nicht mitgebackt, nee, weil da würde ich, glaube ich, keine Runde für zusammenkriegen. Ja, hätte sein können, dass du es dir allein wegen den ganzen Büchern holst, weil das sieht ja auch sehr, sehr geil aus. Das sieht auch ziemlich cool aus, ja. Das kannst du dann, glaube ich, auch eben, klar, du kannst die Miniaturen dann auch für das RPG und so verwenden. Klar. Alter, das ist aber echt schon ein sehr, sehr krasses Gesamtpaket. Und du hast ja wirklich dann alles da drin. Du hast einen Skirmisher, du hast ein One vs. Many, du hast ein Koop, du hast ein Solo-Spiel und ein RPG und tausende von Minis, so ungefähr. Ja, ja, das die ist alle schon noch saugeil aussehen und hart. Schon cool. Ah, Lars, ne? Ja, wenn es das für Marvel gäbe, du. Ja. Würde der Lars direkt die nächste gucken. Nein, will ich nicht. Aber aber für Teenage Mutant Ninja Turtles vielleicht schon. Sehr schön. Da kommt auf jeden Fall jetzt das RPG, kann ich dir sagen, Lars. Das ist gerade im Kickstarter. Ist ja witzig. Ich habe das RPG seit irgendwann in den 80ern. Ja, ja, genau. Das ist die Neuauflage. Also quasi Reprint davon. Crazy. Wenn das auf Deutsch rauskommt, dann würde ich mir das eventuell sogar holen. Warum nicht auf Englisch? Also auf Englisch. Ja, auf Englisch habe ich es ja schon. Ja. Wie gesagt, okay, ja. Also das ist wirklich ein schon uraltes Ding. Und das finde ich sehr kompliziert auf Englisch, weil es ist schon, das ist schon für, also damalige Verhältnisse war das, glaube ich, basierte auf dem System von Palladium Games. Und das war so das ausgetüftelste und ausgearbeitetste RPG-System da zur damaligen Zeit und ich glaube, das ist auch heute noch unglaublich komplex. Okay. Ja, keine Ahnung. Aber das natürlich macht es dann natürlich nicht einfacher, das zu verstehen. Hätten Sie sich vielleicht, wenn das nur ein Reprint ist, Dennis, oder ist das dann auch ein neues System? Ich habe gar nicht so drüber geguckt, weil also same wie Lars oder wie Olli, ich würde halt dafür keine Runde zur Verfügung stellen. Also ich habe die Comics von TMNT, aber das Rollenspiel und nur um es mir ins Regal zu stellen, dafür ist dann auch zu schade irgendwie. Ja, das stimmt auch wieder. Aber es ist echt schon schade. Ja. Mensch, Lars, zieh doch mal hier runter, dann spielen wir das. Naja, bis dahin kann der Lars auf jeden Fall mit seinem Miniaturenspiel weitermachen. Ja, das ist auch so ein Spiel, wo ich ja irgendwie nicht zukomme oder nicht so richtig. Denn es ist ein Zwei-Spieler-Spiel. Und Zwei-Spieler-Spiele ist gar nicht so leicht, wie man denkt, hier irgendwie in der Gegend. Also ich habe ein paar Leute, mit denen könnte ich spielen, aber irgendwie kommt das auch immer nicht so richtig hin. Oder ich hatte. Ich glaube, der eine hat es jetzt auch komplett verkauft, weil er es eben auch nie gespielt hat. Und zwar Warhammer Underworlds von Games Workshop. Warhammer Underworlds ist ein Skirmisher. Das ist ein 1 gegen 1, was man auch zu dritt oder viert spielen kann. Aber das ist irgendwie dann ja nur wilder. So ein bisschen. Ja, und da hat es natürlich richtig geile Warhammer Age of Sigmar Fantasy-Figuren, Miniaturen in gewohnter Games Workshop-Qualität, also mega gut. Und ja, es sind so die gängigen Age of Sigmar-Völker, die man da spielen kann, also die Menschen in verschiedenen Formen, also als Stormcast Eternals zum Beispiel. Dann gibt es ja, die Elfen und die Dunkelelfen und die Skaven und Chaos-Anhänger der verschiedenen Fraktionen. Es gibt Grünhäute ohne Ende. Es gibt Ogre-Banden und so weiter. Also da ist jedes Volk der Reiche der Sterblichen sehr gut vertreten. Das Spiel gibt es seit 2017, damals in der Shadespire-Edition. Ich habe es mir gekauft 2019 auf das Spiel. Damals war das die Beastgrave Edition. Mittlerweile sind wir bei, wie heißt es?
War das nicht das, wo du bei der Spiel direkt hingerannt bist? Hast du das nicht mal erzählt? Weil du das unbedingt haben wolltest? Nee, das war das nicht. Das war so ein Spiel, wir haben uns so eine Kurzversion davon zeigen lassen und dann wollte ich es mitnehmen und es hat bei Games Workshop 60 Euro gekostet auf das Spiel und dann habe ich es gelassen und habe nochmal so weitergeguckt und war dann schon fast dabei, mir so ein Klon von Blood Bowl. Auf jeden Fall, ich wollte halt so ein Zweispielerspiel eigentlich haben, auch gerne wieder so mit Fantasy-Thema. Und dann bin ich aber an einem von diesen Spieleständen vorbeigekommen, diese gemischten Stände. Und da hat der Typ mir das für 40 gegeben und dann noch genau die Goblin Warband, die ich haben wollte, für sagenhafte 14 Euro, was wirklich geschenkt ist, wenn man sich überlegt, dass diese Warbands neu 32 Euro ungefähr kosten. Und dann musste ich das mitnehmen. Also, ne? Keine Chance. Spiel plus Lieblings-Warband für unter Originalpreis. Ja. Und dann habe ich es mitgenommen. Ich habe jetzt auch, glaube ich, bestimmt über 20 Warbands. Ich glaube, es sind 11 oder 12, wenn mir eine nicht einfällt, die ich bemalt habe. Macht halt auch sehr viel Spaß, die zu bemalen, weil es einfach so geile Figuren sind. Die Warbands sind so zwischen 3 und, ich glaube, die größte hat so 7 oder 8 Miniaturen. Das heißt also, wenn man da so einsteigt in das Spiel, dann muss man nicht mal 20 Miniaturen bemalen, wenn man die beiden Warbands, die in der Startbox drin sind, bemalen will. Ist auch ganz prima zum Einstieg, glaube ich, ins Bemal-Hobby. Aber wenn das so gut ist, das Spiel, dann bring das doch mit, wenn du im Februar zu uns kommst. Weil wenn Lisa dann arbeiten ist, können wir das eine Runde zocken, wenn das in deinen Kofferraum reingeht. Ja, kann ich mal gucken. Mit allen Warbands. Mit allen Warbands. Ja, ich kaufe noch mal einen Kopf. Anziehsachen brauchst du bei mir nicht, weißt du ja, ne? Ja, bei dem Runterziehen, da habe ich schon gedacht, ja, was er jetzt wieder meint. Bestimmt die Hose. Was ist ja heute los hier? Fuck, bist du lieb, Freunde. Aber jetzt nochmal zurück, also das muss man ja immer nochmal dazu erklären, so für Nicht-Tabletop-Menschen wie mich zum Beispiel. Das heißt, was muss ich denn jetzt dann kaufen, Lars, wenn ich das zocken will? Ich habe jetzt mal parallel geguckt bei BGG. Das spielt sich ja anscheinend relativ zügig, so eine Partie. Ja. Und von der Komplexität ist es jetzt auch nicht zu hoch. Mit einer 3 war das ein oder andere angegeben. Also es ist nicht so abgefahren wie das große Warhammer, oder? Nein, überhaupt nicht. Also es spielt sich 40 Minuten. Okay. So ungefähr. Wenn du die Regeln richtig gut kannst und sowas und die Warbands ein paar Mal gespielt hast, dass du oder eben jemand bist, der aus dem Bauch einfach mal seine Züge macht, dann kannst du es sogar schneller schaffen. Okay, aber unter einer Stunde, sagen wir mal. Irgendwas ja, schon. Das liegt auch daran, es werden nur 3 Runden gespielt und nicht irgendwie bis zur kompletten Auslöschung der gegnerischen Band oder sowas, sondern es werden 3 Runden gespielt. Man kann Siegpunkte erreichen, einmal eben durch das Ausschalten von Gegnern, aber da kriegt man in der Regel immer nur einen Siegpunkt pro ausgeschaltetem Gegner. Die richtig massiv Punkte macht man über Missionsziele, die man verdeckt auf der Hand hat. Und das können Sachen sein wie: Dein Anführer tötet den gegnerischen Anführer oder am Ende des Spiels befindet sich kein Gegner in deiner Spielhälfte. Aber auch so Sachen, es gibt auf dem Spielbrett gibt es Missionsziele. Das sind so, was weiß ich, können irgendwelche Geländestücke sein, wo man draufstehen muss zum Beispiel. Und dann gibt es so Sachen, dass du halt auf 3 verschiedenen Missionszielen stehen musst am Ende einer Runde. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Früher gab es eben auch noch so Missionsziele, dass man die Missionsziele benannt hatte. Du musst da, da und da drauf stehen, also auf 3 verschiedenen, die dann auch
spezifisch benannt wurden. Und dann gibt es ganz, ganz viel verschiedene Sachen. Und sie haben das Spiel über die Jahre jetzt auch vereinfacht. Die letzte Edition ist 2022 rausgekommen. Das ist eben Gnarlwood, heißt die. Und jetzt gibt es auch so, seit ein paar Editionen gibt es jetzt die Rivals Decks. Vorher gab es halt es gab so Starter-Decks für die Warbands, aber da hat man oft, ist man dann so in so ein Deckbuilding gegangen, dass man vorher sich sein Deck ausgebaut hat aus verschiedenen Karten und dann konntest du halt die Karten von der einen Warband auch mal in das Deck von einer anderen reinstecken und so weiter. Um das für Anfänger leichter zu machen, gibt es jetzt Rivals-Decks. Das heißt, jede Warband hat wirklich ein auf sie zugeschnittenes Deck. Und es gibt auch noch Rivals-Decks, die man für verschiedene Warbands benutzen kann. Haben sie vor allen Dingen, glaube ich, gemacht, damit Leute die alten Warbands, die eben vom Kartending her schwieriger in das Rivals-Format zu transformieren sind, damit man einfach da so ein allgemeines Rivals-Deck nehmen kann und das mit dieser Warband dann zockt. Die Spielbretter sind mit Hexfeldern besetzt, sind immer zwei Bretter und die werden auch verschieden aneinander gelegt. Und das entscheidet immer einer, der dann so einen Würfelwurf am Anfang des Spiels gewinnt. Der darf dann sagen, so und so sollen die Bretter liegen. Das kann man sich dann halt auch für bestimmte Warbands spezifisch überlegen. Also möchte ich zum Beispiel so einen Engpass schaffen, wo ich, weil ich zum Beispiel nur wenige Miniaturen in meiner Warband habe, wo ich praktisch so eine Blockade machen kann, weil ich auch dieses Missionsziel habe, dass keine Gegner in meine Hälfte kommen sollen und so weiter. Na, dann kann man das Spielbrett im Vorfeld schon so hinlegen, wobei man die Missionsziele da zu dem Zeitpunkt noch nicht kennt. Aber einfach, wenn man sein Deck kennt, dann weiß man ja, was drin ist. Und dann weiß man ja, dass man dieses Missionsziel unter Umständen zieht. Und wenn man die Spielbretter platziert hat, dann werden noch so gefährliche Felder platziert. Das sind Felder, ja, wenn man da drauf kommt, kriegt man halt Schaden. Und dann gibt es noch Geländestücke, die man unter Umständen nicht passieren kann. Und es gibt eben diese Missionszielmarker, die man noch platziert. Und dann werden die Warbands aufgestellt. Dafür gibt es auf jedem Spielbrett so Felder, die halt markiert sind, dass man dort eine Startposition hat, auf die man seine Figuren am Anfang platzieren darf. Das Kampfsystem ist relativ simpel mit Würfeln. Das ist dann so wie Schere, Stein, Papier. Du hast Angriffssymbole. Also zum Beispiel gibt es Attacken, die treffen auf Hammer und die werden eben blockiert mit Schilden. Dann gibt es Attacken, die treffen auf Schwertern, die werden blockiert mit Pfeilen und so. Also das ist so relativ einfach gemacht. Und dann geht's los. Und jedes Modell hat meistens noch irgendeine Spezialeigenschaft. Und da wird's halt dann so ein bisschen komplexer, denn da gibt es dann zusammen mit den Karten auch relativ viele Keywords, die man kennen muss. Okay. Aber dafür gibt es dann eben so ein Glossar und dann muss man da halt mal reinkommen. Manches ist auch relativ selbsterklärend, aber viele Sachen muss man dann doch mal nachschauen. Verstehe. Und wenn ich jetzt da, jetzt habe ich mal geguckt, für 50 Euro gibt es so ein Warhammer Underworld Starter Set. Damit könnte man einfach mal starten, weil die Produktpalette ist ja enorm, was es da so alles an Kram gibt. Genau. Und dann hole ich so ein Starter Set und leg los. Das war deine Anfangsfrage, ne? Ja, genau. Ich war gar nicht drauf eingegangen. Entschuldige bitte. Oh Mann. Genau. Also es reicht so eine Starterbox. Wie gesagt, die aktuelle ist Gnarlwood. Dann, glaube ich, war Harrow Deep und Nethermaze sind auch noch relativ aktuell. Aber wenn man jetzt anfängt, empfiehlt es sich natürlich, die ganz
aktuellen Regeln zu haben. Und ja, da sind dann zwei Warbands drin, da sind zwei Spielbretter, die doppelseitig bespielbar sind, drin. Da sind Würfel drin und die ganzen Token, die man braucht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie haben aufgehört damit, Geländestücke als Miniaturen rauszubringen. Das gab es bei Beastgrave noch. Danach habe ich es nicht wieder gesehen für die folgenden Editionen, aber das kann mir auch einfach durchgerutscht sein. Ja, genau. Und es kommen halt, oder es gibt halt sehr, sehr viele Warbands mittlerweile, bestimmt 30 Stück an die alten oder 40 sogar. An die alten kommt man halt nicht mehr gut ran. So aus den ersten zwei Editionen, sage ich mal. Mhm. Und ich glaube, Beastgrave wird auch schon schwierig. Ja. Aber da sind schon sehr, sehr coole bei. Also da ist so ein Ogre-Piratenkapitän mit so kleinen Grotz, also das sind auch so eine Art Goblins, als Crew mit einem Papagei und einem Affen noch dabei. Solche Sachen. Es gibt so Hexenjäger, es gibt, wie gesagt, Stormcast Eternals. Das sind so die Space Marines der Fantasy-Welt. Okay. Also so ganz stark gerüstete Supermenschen sozusagen. Ja, Orks, Skaven, Dunkelelfen und dergleichen. Genau. You name it, alles dabei. Alles okay. Dabei, alles dabei. Aber auf jeden Fall, wenn Leute Bock auf so ein bisschen Tabletop haben, ohne so riesig einzusteigen, wäre das quasi deine Empfehlung auch. Und es ist einfach ein gutes Zwei-Personen-Spiel. Es ist ein gutes Zwei-Personen-Spiel. Ne? Mit Tabletop hat es eigentlich nur die Miniaturen gemein. Lustig ist aber, dass es in Age of Sigmar kannst du diese Warbands auch spielen. Also auch im großen Tabletop gibt es in den Codex-Büchern speziell Regeln für genau diese Warband dann. Okay. Das fand ich sehr cool. So könnte ich zum Beispiel meine Orks, Trolle und Goblins auch komplett in Age of Sigmar spielen, weil ich da auch das Codex-Buch habe. Sehr schön. Ja, danke für den Beitrag da. Ich hatte mir ja auch so ein Space Marine Ding da angeschaut auf das Spiel, aber das war auf jeden Fall zu einfach gehalten. Das fand ich nicht so richtig spannend, aber das, weil das war dann auch so mit Abstand messen, aber nur einfach würfeln und so, das war nicht so doll. Aber das Underworlds, das klingt echt spannend, Lars. Also das ist, muss man gucken bei Games Workshop, die hauen ganz viele so Billo-Spiele raus, um Leute daran zu holen. Mhm. Ja, aber, und das sind teilweise auch so Spiele, die du dann in einem Jahr bei Thalia für 20 Euro hinterhergeschmissen kannst. Aber die taugen halt tatsächlich wenig. Und dann gibt es so ein paar Spiele, und da ist halt Warhammer Underworlds, ist bedient da so die Fantasy-Charge. Ich glaube, was Vergleichbares gibt es noch nicht von 40K, aber es gibt zum Beispiel von 40K ja das Kill-Team, was so, der kleine Skirmisher von 40K ist. Also wo 40K eben in größere Armeen geht, ist Kill-Team auch so zwischen 5 und 12 Figuren oder so pro Truppe, ne? Genau, und das sind hochwertige Spiele, das sind gut ausgearbeitete Spiele, wirklich sehr viel von Games Workshop ist nicht so gut, und da sehen zwar die Miniaturen dann noch nice aus, aber das Spiel selber ist nicht so cool, und dieses Space Marine, was es da auf der Spiel jetzt gab, das haben sie auch rausgebracht, um das neue Computerspiel, also Space Marine 2, das PC-Spiel so ein bisschen zu promoten. Ah, okay. Ja, aber das ist nix.
Gut, gut. Dann ja, wissen wir da Bescheid. Gut, dann mit was ganz anderem an Miniaturen macht der Dennis weiter. Die musst du auf jeden Fall nicht bemalen, deine Miniaturen, die du mitgebracht hast. Genau, ja, die passen gut zu mir und nicht so gut zu meiner Frau, obwohl sie das Spiel auch sehr gerne mag. Und es ist aus dem hervorragenden Jahrgang 2019. Und wir haben es in der Beeple-Talk-Folge schon mal ganz kurz angerissen. Es ist von Stonemaier Games, Designer Jamie Stegmaier. Und es ist ein Spiel mit Zivilisation, habe ich mir gerade überlegt. Und kein Zivilisationsspiel, wie manche fälschlicherweise gedacht haben. Und es ist Tapestry. Ich mache jetzt mal eine ausführliche Regelerklärung. Man geht auf einer von vier Leisten einen Schritt nach vorne, bezahlt die Kosten in Form von Ressourcen und führt den Effekt aus dieser Leiste. Fertig, das ist das ganze Spiel. Aber das Spiel hat natürlich viel mehr in sich, hat Kaskadeneffekte, hat aufeinander bezugnehmende Effekte. Man muss sehr gut sich überlegen, wann man welchen Schritt macht. Ja, und es ist, finde ich, deswegen ein fantastisches Spiel, weil aus dieser einfachen Prämisse, ich gehe einfach nur einen Schritt nach vorne auf einer von vier möglichen Leisten und führe dann das aus, was da steht. Da kann man ganz viel Tiefe rausholen. Ja, und was sind da für Miniaturen dabei? Da sind Gebäude als Miniaturen dabei, die wirklich, wirklich wunderschön sind, die man als Wahrzeichen bekommen kann, um damit seine Hauptstadt zu füllen. In erster Linie gibt auch manche, die das halt ignorieren können oder für andere Effekte manche Völker abwerfen können. Genau, jeder hat ein eigenes Volk. Die sind auch sehr, sehr nicht asynchron, sondern asymmetrisch. Wir möchten immer wieder darauf hinweisen, dass wir asynchron hatten wir letztens bei zum Beispiel Everdell. Das könnte asynchron sein, das Spiel, aber asymmetrisch. Tapestry ja auch. Tapestry ja, kann ja auch, stimmt, kann auch am Ende auch, oder nee, Tapestry ist auch asynchron, genau. Die Völker sind aber asymmetrisch, haben verschiedene Fähigkeiten, die sie halt bedienen können. Das Material ist wirklich super. Also das ist so kurz unter Chip Theory Games, was so die Boards und so angeht, weil das ist so ein raues Papp-Plastik, die Playerboards und die Hauptstädte, die man hat. Die sind echt wirklich, wirklich schön zum Anfassen auch, sind sehr stabil und auf seinem Tableau. Wobei da ganz kurz einwerfen, das Material ist schon geil, aber bei den Boards wäre irgendwie so Double Layer oder so, oder zumindest so ein, wenn du so einen Aufsatz noch hättest, weil du stellst ja den Krempel da drauf, ja, das hätte ich irgendwie. Ja, ich finde es eigentlich total sogar noch gut gelöst, weil bei Double Layer ja wieder das Problem vielleicht gewesen wäre, dass sich das verzieht, hättest du vielleicht sogar schon Triple Layer gebraucht und deswegen, und wenn man dann bedenkt, dass das Spiel so für um die 70 Euro gerade zu bekommen ist, das ist pickepack voll, also keine Diskussion, klar. Ja, genau. Deswegen finde ich das gar nicht schlimm. Und ja, man hat jetzt diese Miniaturen, die halt sich auch wunderbar dann dazu einfügen, diese Gebäudeminiaturen. Man spielt auf seinem Playerboard, zeigt man seine Ressourcen an, man spielt sogenannte Gobelin-Karten, was der Tapestry auf Deutsch ist ja ein Gobelin, und nimmt Einkommensgebäude. Warum heißen die in Deutsch so? Ich meine, das Spiel heißt ja auch Tapestry und nicht Gobelin. Ja, das hätte ich besser gefunden übrigens, wenn man das Gobelin genannt hätte. Wir sagen aber auch, wir haben am Anfang immer Tapestry-Karten gesagt, weil Gobelin-Karten irgendwie komisch klang, aber inzwischen finde ich das sehr gut, wenn meine Gobelin-Karten. Lars würde ja eiskalt Goblin-Karten sagen. Ja, genau. Ja. Ja, dann erklärt doch noch ganz kurz, was es denn eigentlich ist. Ein Gobelin ist ein Wandteppich. Das ist quasi das, was man früher in adligen Gebäuden und vor allem Burgen und Schlössern an die Wand gehängt hat, um zum einen die Wärme so ein bisschen drin zu halten und zum anderen, um Geschichten zu erzählen. Und das ist halt ganz wichtig, dass darauf die Geschichte der Familie, die dort lebt oder des Volkes erzählt wird oder die großen Heldentaten oder auch große Heldentaten der Antike. So Sachen wurden darauf gezeigt, sehr wertvoll. Diese Gobelin-Karten im Spiel definieren so ein bisschen, wie deine nächste Epoche aussieht. Also gehst dann in verschiedene Epochen rein und die Gobelin-Karten werden dafür genutzt, um anzuzeigen, was jetzt ja so ein bisschen vielleicht dein Fokus ist oder dein Einmaleffekt. Also da gibt's halt Möglichkeiten. Und was das Spiel, finde ich, so toll macht, ist neben dem ganzen Material, was es für ein unglaublich
günstigen Kurs gibt, ist es, dass es zum einen total solitär ist und gleichzeitig hochinteraktiv. Also man kann seine Züge vorplanen und letztendlich kann mir eigentlich fast niemand irgendwas wegnehmen, außer Boni, also diese Boni-Wahrzeichen, diese Miniaturen, die können mir weggenommen werden, wenn jemand anders schneller ist. Aber eigentlich kann ich meine Züge sehr gut vorplanen. Die sind vielleicht am Ende nicht ganz so punktewertvoll, wie ich sie mir vorgestellt habe, weil mir jemand dann doch vielleicht noch ein Land wegnimmt, was ich eigentlich besetzt hatte. Aber ich kann den Zug trotzdem machen und er ist trotzdem auch für mich belohnend, dieser Zug. Und gleichzeitig bin ich aber so interaktiv, weil ich halt auf die anderen reagieren kann, weil ich auf den Board State reagieren kann, weil ich gucken kann, auch ich habe die Möglichkeit, auf Leisten vielleicht voranzugehen zu meinem nächsten Mitspieler oder auch zurückzugehen, um Leisten nochmal zu nutzen, weil man natürlich gegen Ende hin mehr Ressourcen hat. Und wenn man dann wieder zurückkommt auf die Leisten, dann kann man nochmal ganz viele Boni vom Anfang mitnehmen, die einem am Anfang vielleicht, die man sich hart erkämpft musste und jetzt nochmal ein zweites Mal mitscoren kann. Also von daher gibt es da mannigfaltige Möglichkeiten und ich habe Spiele gehabt von 90 Punkten bis hin zu Spiele von, ich glaube, knapp über 300 war mein Bestes. Schon eine spannende Reichweite. Ich habe es ja bisher nur mit dir auf BGA gespielt, ja noch nie in echt diese wunderschönen Miniaturen, die alle handsculpted sind, aus Neuseeland, ne? Kommen die. Genau. Das ist so ein ja, aus Neuseeland, hat er mal gesagt, ne? Genau. Aber auch da hat es mir super gut gefallen. Wie du sagst, ist ein total eingängiges Regelwerk und ein sehr, sehr schönes Leistengeschubse, wo man schön optimieren kann und versucht, da möglichst gute Kombis hinzukriegen. Hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Was dann auch sehr schön ist, ist, dass diese Wahrzeichen, die sind ja sehr flexibel und man kann natürlich am Anfang versuchen, sehr darauf zu gehen, also wenn ich spiele gerade mit Janine, sehr häufig so eine Zweierpartie auf BGA und da kann man natürlich gucken, okay, sie geht auf diesen ein oder zwei Listen voran, dann gehe ich vielleicht auf den anderen voran, dann weiß ich schon relativ sicher, dass ich diese Gebäude bekomme, wobei dann immer das Shadow Empire mitspielt, also es sind immer mindestens drei Spielende am Tisch eigentlich, und das Shadow Empire nimmt einem auch Gebäude weg oder Wahrzeichen weg, wenn man nicht schneller ist. Gleichzeitig ist es aber auch so, das ist ein 5x5 mal 5x5 Raster. Also wir haben 25 mal 25 kleine Punkte, die wir besetzen können. Die Gebäude decken die Wahrzeichen decken in der Regel etwas mehr ab, so zwischen 4 und, das sind gar nicht 5x5, das sind 4x4. 4x4 und dann nochmal 4x4. Felder auf der Hauptstadt und die Wahrzeichen decken zum Beispiel 2x2 Punkte ab oder auch 2x4 oder 4x4. Das gibt es alles, dann sind die verschiedenen Gebäude. Und meine Einkommensgebäude decken immer nur einen Punkt ab. Es sind immer schon Punkte belegt in meiner Hauptstadt. Die kann ich auch nicht überbauen, das sind wie Berge, die da sind, aber ich kann immer außerhalb meiner Hauptstadt auch weiterbauen. Das heißt, Gebäude müssen nicht komplett in meiner Hauptstadt gepuzzelt sein, sondern können auch zur Hälfte drüberstehen oder sind nur mit zwei Punkten oder mit einem Punkt nur auf meiner Hauptstadt vorhanden. Und dadurch kann ich halt sehr flexibel trotzdem damit agieren. Und natürlich möchte man, weil das natürlich am Ende auch Punkte gibt, immer möglichst viel Gebäude auf dem eigenen Hauptstadttableau haben. Genau, die schalten ja auch das Einkommen frei, ne? Also die wirst du sowieso dahin. Die Wahrzeichen nicht. Genau, ja. Die Wahrzeichen immer nur dann, wenn ich quasi einen so ein 4x4er Raster fülle, dann darf ich mir beliebig ein Einkommen, darf ich mir dann auswählen, ja. Das ich dann sofort nehmen kann. Und dann gibt es natürlich auch Völker, die dann halt zum Beispiel, wenn du in einem Gebiet, in so einem Stadtgebiet nur Einkommensgebäude einer Farbe hast, es gibt vier Farben, passend zu den vier Leisten, dann kriege ich halt zwei Ressourcen zum Beispiel dann sofort oder auch mehr Punkte, wenn ich nachher ans Scoring geht. Genau, und im Endeffekt versucht man eigentlich mindestens auf zwei Leisten ans Ende zu kommen und eine dritte relativ hoch zu haben. Man kann aber auch, also habe auch eine Runde gerade gespielt, wo ich relativ ausgeglichen auf allen vier hochgegangen bin. Und das war tatsächlich auch relativ erfolgreich. Da bin ich auch bei 240 Punkten, glaube ich, am Ende gelandet. Sehr cool. Lars, du hast es wahrscheinlich nicht gespielt, ne?
Nee, ich habe es nicht gespielt. Du bist jetzt aber ziemlich heiß drauf geworden, denke ich. Weil es echt schöne Miniaturen hat. Ich habe es ja auch und ich finde es auch total, total cool. Ich mag es sehr gerne. Was ja so die Hauptkritikpunkte waren, Dennis hat es ja schon mal so angedeutet, dieses Zivilisations-Game-Dings, weil auf der englischen Box stand ja auch noch drauf, a Civilization-Game, und das ist es halt irgendwie definitiv nicht. Feuerland hat das ja dann schon besser gemacht, da steht dann Aufstieg der Kulturen. Ja. Und der zweite Kritikpunkt, und auch das stimmt wahrscheinlich teilweise, stört mich jetzt aber nicht so, ist halt das Balancing. Da haben sie mit den Erweiterungen ja schon ein bisschen nachgebessert auch. Aber klar, da sind ja mittlerweile, wenn du alle drei Erweiterungen hast, sind so viele Kulturen, die so unterschiedlich sind, das kann halt gar nicht perfekt gebalanced sein. Das geht halt einfach nicht. Aber ich finde es trotzdem cool. Und das ist ja auch kein Spiel, was dann 4 Stunden geht und du am Ende dann nur wegen einem Balancing-Problem verloren hast, oder? Ja, und auch, man muss auch sagen, das ist auch, also das Spiel ist ja auch, also ich finde es immer belohnt, das Spiel. Und selbst Partien, wo ich vielleicht unter 200 Punkten habe, die ich eigentlich sonst immer erreiche, können total spannend und cool gewesen sein, weil ich dann doch mal, also zum Beispiel die, wie heißen sie denn, die, die so quasi Vorhersagen treffen, die Orakel. Aber lustigen Namen haben die dann. Die Mystiker. Und die müssen vorhersagen, wo sie am Ende auf den Leisten platziert sind und kriegen dafür dann halt Boni, wenn sie das erraten, also richtig erraten haben. Und die spielst du nicht, um zu gewinnen, sondern du spielst die, um zu gucken, treffe ich genau diese Vorhersagen und schaffe ich das so zu spielen, dass ich am Ende genau da lande. Und das macht einfach Spaß. Und wenn ich gesehen habe, dass Leute, die gespielt haben, waren die mit Abstand Letzter, aber hatten den Spaß ihres Lebens. Ich finde, da ist halt nichts so, was super innovativ und neu ist, aber alles, was das Spiel hat, ist super schön ineinander verzahnt und läuft schön ineinander und es sieht halt einfach super toll aus und einfach diese Vielfalt an Nationen und Hauptstädten. Jetzt, hast du die dritte Erweiterung? Nee, ich habe mir die ja geholt, die habe ich aber tatsächlich noch nicht ausprobiert. Was da zum Beispiel auch ganz cool war, weil da keine Miniaturen dabei waren, die war ja einfach in so einem Pappumschlag. Ja. Weil ich meine, das sind Karten und Boards, die packst du nachher ja eh in deine ins Core-Game rein. Und warum muss ich dann für alles immer nochmal so eine Box produzieren, die jeder wegwirft, außer Patrick? Ja. Und das fand ich halt auch ziemlich cool. Und die ist ja, ich habe sie auch noch nicht ausprobiert, aber ich finde, sie hört sich halt super interessant an. Heißt ja Fantasies and Futures und bringt halt so ein bisschen ja Fantasy- und Sci-Fi-Vibes da mit rein von den Völkern und sowas. Das klingt doch schon mal gut. Ja. Um das von vorhin auch nochmal zu beantworten, ne? Ihr habt ja gar keine Zeit gegeben. Es wäre sicherlich nicht meine Prio, aber und es ist in meinem Freundeskreis haben Leute das Spiel auch und auch gespielt und mir wurde dann gesagt, so nee, das ist glaube ich nichts für dich, und dann habe ich gedacht, naja gut, so mit Leisten hoch und ist es wahrscheinlich tatsächlich nicht und so, und dann habe ich mich halt auch gar nicht darum gerissen, da mitzuspielen. Tatsächlich finde ich den Spielplan selber nicht schön. Aber ich habe mir noch mal die Karten gerade angeguckt und die Häuser sind eh cool. Also die Karten sind auch sehr schön. Ich würde es vermutlich mal mitspielen. Also ich würde nicht sagen, nee, will ich nicht oder so. Vielleicht finde ich es ja wirklich ganz cool. Und ich sag mal so, Fantasy-Völker, wenn da, ne, wer könnte dabei sein? Wenn da Goblins dabei sind, genau, dann bist du auch dabei. Würde ich es mit Sicherheit spielen. Ich dachte, der Lars kriegt so ein Baumkuschlervolk. Du kriegst so ein Baumkuschlervolk. Also ein Baumkuschlervolk zur Not, ne? So eklige Spitzohren. Aber also Fantasy-Völker klingt doch schon wieder richtig gut. Lars, weißt du, was du da erfinden kannst in diesem Spiel? Also was jeder immer erfinden kann? Brettspiele, das ist eine Errungenschaft in einer Zivilisation. Ja, da gehen wir, glaube ich, alle mit d'accord. Ja.
Sehr schön. Ja, und das Schöne finde ich auch, dass noch als letzter Satz, das finde ich ganz schön, dass man manche Sachen, also man kann Karten erfinden und da kann man zum Beispiel, kann man das Radio erfinden, bevor Elektrizität erfunden wurde. Also thematisch ist das halt nicht so ganz, aber ist auch nicht schlimm, stört auch überhaupt nicht. Aber was halt sehr schön ist, dass man quasi auch immer davon so ein bisschen mit profitiert, wo die anderen sich gerade aufhalten. Also das heißt, wenn ihr eine bestimmte Karte erfinden möchte, dann ist vielleicht die Voraussetzung, dass schon auf der Innovationsleiste jemand im letzten Bereich angekommen sein muss. Und das muss aber nicht ich sein, sondern das ist einer von meinen Nachbarn. Und bei den Nachbarn ist wirklich immer mein linker oder rechter Nachbar gemeint. Das heißt, das ist auch immer ganz cool, dass man nicht so mit allen am Tisch spielt, sondern Nachbarn sind dann immer links und rechts die beiden. Ja, witzig. Ja, und es ist halt total eingängig, Lars. Also es ist wirklich super schnell erklärt und man spielt es einfach so locker, flockig mit runter. Also daher ist das sicherlich so ein Spiel für so eine gemütliche Runde, wenn man irgendwie da mal was ausprobieren möchte. Und wie gesagt, man macht sich halt nichts wirklich selbst, also gegenseitig kaputt. Es ist nicht so, als könnte ich halt hergehen und sagen, hier, ich nehme jetzt deine Hauptstadt ein und du kannst jetzt nichts mehr machen. Age, ja, genau, das geht halt nicht. So. Gut, das war Tapestry. Gibt es bei Feuerland. Und ja, mögen wir ganz gerne. Dann danke dafür, Dennis. Und dann mache ich den Abschluss mit einem Miniaturenspiel, was ich auch das ein oder andere Mal schon erwähnt habe, und zwar Marvel United. Yay. Auch so ein Eskalationsspiel von Simon. Habe ich auch tatsächlich mich nicht ganz zügeln können bei dem Spiel damals. Und die ein oder andere Erweiterung im Schrank stehen. Ist immer lustig, weil ich das ja sehr gerne mit Freunden von den Kindern spiele und irgendwelchen Schulfreunden, die da sind und die dann fragen, was könnte man denn mal machen? Oder nachdem dann endlich mal die PlayStation ausgeschaltet werden muss oder die Switch, dass man nochmal was zockt mit den Gästen. Und da ist Marvel United, kommt uneingeschränkt immer total gut an, weil es halt, super einfache Regeln hat, direkt irgendwie dieses Feeling aufkommt, okay, wir machen hier irgendwie was gemeinsam, man muss sich absprechen, aber es ist auch nicht total überkompliziert, weil man nutzt ja immer die Aktionssymbole der vorherigen Karte, die man auslegt, man legt die dann in so einer Reihe, zwischendurch ist der Bösewicht dran, man muss so ein bisschen vorausplanen, aber das Ganze, finde ich, geht immer auch total locker von der Hand und ohne, dass man sich überdenkt. Man hat so diese Orte, an denen man rumreisen kann. Diese Chibi-Figuren, finde ich, sind total hilfreich bei der Zugänglichkeit, dass es eben nicht wie bei dem Batman-Spiel jetzt oder auch bei den Zombieside-Spielen, diese realistischeren Comic-Figuren sind. Dieser Chibi-Look hilft auf jeden Fall der Zugänglichkeit ungemein, meiner Meinung nach. Und die ganzen Karten sind ja auch entsprechend illustriert. Alles sehr poppige Farben. Und auch wenn man gar nicht viel mit Marvel oder so am Hut hat, kommt man da, finde ich, ganz, ganz gut rein. Und dann sucht man sich immer so einen Bösewicht aus. Die spielen sich auch tatsächlich alle recht unterschiedlich, finde ich. Also was die so machen und was auf deren Karten steht, wie die sich verhalten, ist dann schon immer spannend zu sehen. Dann haben die dann zusätzlich auf den Orten solche Bedrohungskarten liegen, die immer ein bisschen was Unterschiedliches machen. Da gibt es dann auch welche, die sich sehr ähneln, aber wir haben auf jeden Fall, finde ich, eine relativ große Variation da im Schrank stehen, und man muss sich schon immer überlegen, wie verhalten die sich genau. Und man weiß das ja auch vorher nicht, man sucht sich dann einfach einen neuen raus und stellt dann so nach und nach fest, wie dieses Deck von dem Bösewicht funktioniert, was man da vielleicht gegen tun sollte. Man kann auch in dem Sinn nicht so richtig sterben, also wir können irgendwie alle, wenn wir alle gleichzeitig K.O. gehen, hat man, glaube ich, verloren. Ich weiß gar nicht. Ja, hat man verloren. Ja, ne, aber das kommt auch schon mal vor. Aber selbst wenn man mal K.O. geht, dann ist man halt die nächste Runde wieder mit dabei. Die Leben sind nämlich die Karten, die muss man dann abwerfen. Wenn man keine mehr auf der Hand hat, ist man K.O. gegangen. Dann passieren nochmal ein paar schlimme Dinge und bringen das Spielende so ein bisschen näher. Aber im Grunde ist das erstmal nicht super tragisch für einen selbst. Für die Gruppe kann das durchaus verheerend sein. Genau, und das spielt sich in einer Stunde ganz locker runter mit Aufbauen, Abbauen ist das eigentlich dann durch. Wie gesagt, dadurch, dass es kooperativ ist, um mit den Regeln echt eingängig zu lernen. Und jetzt hatten wir es letztes auch wieder, wo haben wir die erste Runde gespielt und dann haben wir verloren und dann direkt nochmal eine Runde und dann noch eine Runde gegen einen anderen Bösewicht. Das war ganz cool. Und dann
ein paar Tage später war der Kumpel dann nochmal da und meinte, oh, können wir wieder hier Marvel United spielen. Genau. Habe ich auch schon Freunde mit zum Malen gebracht. Dann saßen wir hier im Keller und haben angemalt. Das hat er dann zu Weihnachten bekommen. Selber hat das auch angemalt. Ganz cool. Nice. Man kann das auch zu fünft spielen. Dann ist das ein One versus Many. Nee, man kann sogar zu sechs spielen. Oh. Dann kannst du nämlich, das habe ich auch noch nicht ausgespielt, wenn du diese, es gibt so zwei Teamboxen, Blue Team und Gold Team, so, dann kannst du das quasi zwei Teams gegeneinander antreten lassen, genau, und du kannst es auch im Supervillain Mode spielen und dann spielt jemand den Bösewicht. Genau, wir haben ja dann Version immer ganz viele Game Modes noch und so, das ist auch ziemlich cool, ja. Genau. Das haben wir letztens gemacht mit dem, dass einer noch den Villain spielt. Ja. Und das war auch richtig nice. Ja, das muss ich auch unbedingt mal ausprobieren. Bisher hatten wir da irgendwie dann doch immer alle zusammen. Genau, die unterschiedlichen Game-Modes. Ich habe die Deadpool-Box mir natürlich auf jeden Fall dazu geholt. Und die ist halt auch total witzig, weil dann ziehst du halt so eine Karte und dann, Deadpool-typisch wird halt die vierte Wand durchbrochen. Und dann kriegst du Boni abhängig davon, welche Haustiere du hast. So. Kriegst halt einen Boni, wenn du eine Katze hast, dann darfst du halt so einen Token nehmen. Wenn du einen Hund hast, dann darfst du so einen Token nehmen. Und wenn du Hühner hast, dann darfst du so einen Token nehmen. Und das Witzige ist, der Kumpel von unserem Jüngsten, der hat halt alles gehabt. Er hat halt alle Token bekommen. Der hatte halt auch Hühner. Das war ganz witzig. Nice. Genau, Marvel United finde ich echt cooles Spiel und kriegt man eigentlich auch für einen schmalen Taler. Zumindest so die Grundboxen. Ja, der Red Skull sieht so süß aus. Dann will man direkt sagen, ach, du siehst so böse aus, so wütend. Sei doch nicht so wütend, lieber Red Skull. Gucci, Gucci, Gucci. Lea würde da sagen, ist der sauer? Ja, richtig, richtig. Dirk, aber du hast ja das Allerwichtigste vergessen. Das Ganze ist halt ohne die Original Playmat eigentlich gar nicht spielbar. Das ist korrekt. Stimmt. Das ist korrekt. Ich habe die nicht. Das ist, und jedes Mal, wenn ich das spiele, denke ich, oh, hätte ich doch mal die gebackt. Aber die hättest du dir doch backen können noch bei dem, als du das X-Men geholt hast. Ja, ja, aber da habe ich es auch nicht gebackt. Ja, aber. Da habe ich es schon wieder nicht auf die Kette gekriegt. Aber der Dirk lebt gern in einer Welt des Schmerzes. Tja, ja, ich habe auf jeden Fall die Playmat. Bei dem aktuellen. Ja, aber da hätte ich ja wieder irgendwas. Hättest es mir ja sagen können, die hätte ich dir tatsächlich mitbacken können. Ah, siehst du mal. Also du hast das Multiverse gar nicht gebackt. Ja. Ah, nicht mal die Grundbox, nicht mal mit hier Captain Britain. Nein, ich habe so viel. Ich habe zwei Kallax-Fächer voll Marvel United. Ja, wenn nicht. Also ich habe ja auch. Das meiste von den X-Men ist immer noch OVP, ne? Unter anderem eben auch die Gold- und Blauboxen, deswegen kenne ich die Regeln noch gar nicht. Achso, nee, die Blaubox. 3 gegen 3. Die Blaubox habe ich auf jeden Fall ausgepackt. Da ist ja Gambit dabei. Das wollte ich auf jeden Fall haben. Da habe ich tatsächlich bei den X-Men aufgemacht. Gambit habe ich bemalt, ja. Siehst du, dann hast du Blue Team aufgemacht. Mhm. Aber Olli, was meinst du? Bei den X-Men war ich ja noch vernünftig. Also die von der ersten Version, da hatte ich noch gar nichts bei Kickstarter. Da habe ich mir die Sachen, die es halt auf Deutsch gibt, die habe ich mir so im Retail geholt. Ich glaube, bis auf, es gibt so eine Black Panther Box oder sowas, ne? Mhm. Die habe ich, glaube ich, nicht. Ja, kann sein, bestimmt. Ich glaube, die Spider-Man und die Asgard oder sowas. Und bei X-Men habe ich dann beim Kickstarter mitgemacht, aber wirklich nur die Grundbox, weil da machst du echt schon immer einen richtig geilen Deal. Preis-leistungstechnisch ist das dann der Wahnsinn. Weil das ist so um ein Huni und du kriegst diese riesen Stretch-Goal-Kiste. Hm. Die sie ja jetzt zum Beispiel im aktuellen Kickstarter haben sie die Stretch-Goal-Kisten der ersten zwei separat für $120, glaube ich. Und da kam dann noch Versand und Steuer drauf. Also bist du am Ende irgendwie bei 150, 160 Euro und das hast du im Original-Kickstarter direkt dabei gehabt. Aber jetzt bei dem Multiverse-Ding, da habe ich richtig zugeschlagen. Okay, krass. Da habe ich für alle, die nicht so doll zugeschlagen. Aber da habe ich mir jetzt nochmal die zweite Playmat, die doppelseitige Playmat mit dem Solo-Modus-Ding hinten drauf. Ja, dann hast du ja jetzt zwei Playmats. Ich habe jetzt zwei Playmats. Dann könntest du ja eine geben, ne? Ah.
Ja, so ist das. Für den schmalen Taler einer Stretchbox. Ja. Naja, wenn der Pledge Manager noch auf sein sollte, könnt ihr mir einfach auch noch eine ordern, oder? Das ist er aber, glaube ich, nicht mehr, oder? Achso. Ich gucke da aber mal, ja. Ich guck. Ja. Wie gesagt, Kickstarter hin und her für alle, die sagen, Marvel United für zwischendurch wäre mal ganz cool. Das gibt es irgendwie für 35 Euro in der Regel irgendwo. Und das ist auf jeden Fall auch so ein Spiel, das ja, das ist so ein Familiending, ne? Weil ich finde, das ist da ist überhaupt nichts irgendwie Komisches dran. Das spielt sich fluffig runter, das sieht eben ganz knuddelig auch aus. Und das wäre auf jeden Fall auch so ein Ding, was man unter Weihnachtsbaum stellen kann. Ja. Ja, zur Not eben kann man die auch anmalen, weil die sind halt auch echt sehr dankbar beim Anmalen, diese Chibi-Figuren. Da sind halt nicht super viele filigrane Dinge dran. Daher macht man mit der Box, finde ich, grundsätzlich nichts falsch. Und wie gesagt, die ist super zugänglich vom Spielen her, wenn man so ein bisschen so ein Action-Game als kooperativ haben will, mit so einem Comic-Setting. Wäre das auf jeden Fall eine Empfehlung meinerseits. Ja, sehr gut. Gut. Dann hätten wir das an Miniaturenspielen und was noch bleibt, ist eine Outro-Frage. Und passend zum Thema hat sich der Dennis überlegt, was hätten wir denn gerne für Actionfiguren oder hätten die mal wieder, weil wir sie früher hatten. You name it. Und Olli darf anfangen, wie er diese Frage interpretiert. Ja, ich hätte eigentlich ganz gerne meinen ganzen Masters-Kram wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, was ich damit gemacht habe. Wahrscheinlich im jugendlichen Leichtsinn irgendwie vertickert, um davon Party machen zu können. Auf jeden Fall ist nichts mehr da und ich hatte echt viel von dem Kram. Ich hatte dann mal irgendwann, als ich das erste Mal nach Düsseldorf gezogen bin, da in meiner Single-Bude angefangen, mir so Sachen auf eBay wieder zusammen. Mittlerweile gibt's ja, glaube ich, sogar den alten Kram wieder ganz normal im Handel oder so. Ja. Da hatte ich dann angefangen, das auf eBay zusammen zu kaufen für wirklich Schweinegeld zum Teil, um mir das so ins Regal zu stellen, was mir jetzt wiederum meine Frau gar nicht erlauben würde. Aber das wäre mein Traum, so eine ganze Regalwand mit dieser ersten Edition nochmal. Ja. Ah, das alte Castle Grayskull, genau. Das uns auseinanderklappen konnte. Genau, ja. Genau. Dann, ja, musst du dir dann musst du umziehen und dir musst du noch so ein Zimmer als Man Cave fertig machen. Ein Bekannter von mir hat Star Wars wirklich, keine Ahnung, alles, was es an Star-Wars-Figuren gibt, der hat so eine große von Jabba the Hutt, diese Barke, wo es nur weltweit 500 Stück von gibt und all so ein Kram. Und der hat die Frau auch gesagt, du kannst dir oben ein Zimmer ausbauen, aber das kommt mir hier nicht in die Wohnung. Ich verstehe da Frauen immer nicht, das ist doch... Nee, verstehe ich auch nicht. Ist doch Deko. Deko. Ja, wunderschöne, ja. Deko. Eine wunderschöne Deko. Aber den Trieb habe ich ja so ein bisschen befriedigt, indem ich jetzt hier in das Masters Battle Crown eingestiegen bin und da hat man sie zumindest mal in klein, die sehen aber auch sehr cool aus. Sehr schön. Aber erinnere ich mich richtig, dass die ersten Figuren, dass die so Gummiköpfe hatten, die man so zusammendrücken konnte? Die erste He-Man und der Skeletor und so. Ja, genau. Ja, also, Skeletor auf jeden Fall. Ja. Bei He-Man kam es so ein bisschen auf an, da gab's nicht auch, also bei He-Man gab es auf einmal den mit der Wunde. Ja. Ne, mit der Wunde auf der Brust. Das war genau. Ja, was ich gerne nochmal hätte, wäre den Orko zum Aufziehen. Ja, genau. Weil Orko, genau, mega. Konnte man ja so hatte ja so einen Reißstreifen, ja, den man reingesteckt hat und dann ist der quasi so umgefahren. Ja. Genau, ja. Ja. Sehr schön. Und Lars, was wünschst du dir für Actionfiguren? Ja, muss sagen, ich hätte eigentlich das gesagt, was Dennis gleich erzählen wird, aber da war er einfach schneller mit. Jetzt wärst du aber erster dran gewesen. Wäre deine Chance gewesen. Ja, verdammt nochmal. Ne, ist egal. Also ich hätte gerne World of Warcraft Actionfiguren. World of Warcraft ist so ein Ding gewesen, das hat mich echt lange Jahre, also ich glaube, World of Warcraft habe ich so 10 Jahre gespielt und das ist natürlich halt schon. Ich liebe diese Welt, ich liebe diese Geschichten, ich liebe diese Figuren, diese Charaktere und so. Also World of Warcraft Actionfiguren fände ich schon sehr reizvoll, muss ich sagen. Sehr cool. Und Dennis, bei dir? Ja, ich nehme etwas, was wir heute schon genannt haben, wo ich, was einer meiner ersten Kinofilme auch war, wo ich früher auch sehr viel von hatte und was in Deutschland bekannt ist durch Frank Zanders, hey, jetzt kommen die Hero Turtles, mega gut,
Ja, wobei die ja im Original eigentlich Teenage Mutant Ninja Turtles heißen. Und die Ninja Turtles, also Ninja war ja viel, viel, viel zu gefährlich für den europäischen Markt. Das war ja für die Kinder, war ja gruselig, wenn man mit Ninjas gemacht hat. Und deswegen wurden aus den Ninja Turtles die Hero Turtles. Und ist ja vom Ton auch ja deutlich anders, die Fernsehserie, als jetzt zum Beispiel die Original-Comics, die ja eine ja quasi so ein bisschen eine Satire auf Daredevil und so diese ganzen Comics waren. Also sie spielen ja im selben Universum auch wie Daredevil, also das Us, was die Turtles dann quasi mutieren ließ und Splinter, hat ja dafür gesorgt, dass in dieser Welt, dass Daredevil halt sein Augenlicht verliert. Das war so die Idee von den beiden Comic-Autoren. Und was ich erst vor kurzem erfahren habe, die beiden haben quasi das einfach so, saßen abends bei so einem Bierspielchen zusammen und dann hat der eine quasi angefangen und hat so eine Schildkröte mit Katanern gemalt und hat dann Turtles drüber geschrieben und dann hat der andere das Blatt genommen und hat Teenage Mutant Ninja Turtles, also Teenage Mutant Ninja dazu geschrieben und dann haben die das durchgesponnen, bis dahin, dass sie zum Onkel von dem einen gegangen sind, sich einen höheren fünfstelligen Betrag geliehen haben, einen Verlag gegründet haben und dieses Heft haben produzieren lassen und damit über Conventions gefahren sind und das vertickt haben. Und das finde ich eine total spannende Geschichte. Und mir haben die Turtles immer ein sehr wohliges Gefühl gegeben, weil ich fand, für jeden war da was dabei, also ein Turtle dabei, wo man sich so ein bisschen identifizieren konnte. Ja, gab so Michelangelo, den lustigen, Raphael, so den traurigen, wütenden, rebellischen, Leonardo so den Anführer und Donatello so das Brain und jeder ist ja gerne das, was er nicht so ist und deswegen war ich immer Donatello, also Brain war bei mir nicht so vorhanden. Lava. Und ich fand das wirklich toll, weil auch die ja ihre Konflikte hatten und dann kam so, war das 90 oder 91 der Film auch, der Realfilm raus, an der mich dann als Kind auch total begeistert hat, weil der auch ein bisschen gruselig war und aber trotzdem waren die das Zusammenspiel von denen ganz toll und ja, das hätte ich gerne wieder und ich glaube, da werde ich irgendwann auch nochmal hergehen und mir das für den Schreibtisch, also zumindest vielleicht einen Donatello besorgen. Sehr cool. Nice. Ja, aber und da gab es ja auch, es gibt ja mehrere verschiedene Zeichentrickserien und ja, auch zu jeder Zeichentrickserie wieder Toys und da gibt es ja auch diese etwas, ja, die sind so ein bisschen abstrakter, nicht ja, ganz so rund. Die Serie. Und die sehen schon ganz cool aus, finde ich. Die anderen, also die, bei mir war das Problem, ich bin halt aufgewachsen mit den Original-Comic-Turtles. Ja. Und deswegen war es für mich eben irgendwie so ein bisschen, eigentlich schon sehr extrem. Ich fand das eine Schande, dass sie da so eine kindliche Serie draus gemacht haben und ich mochte auch die Realfilme alle nicht, weil mir dieser Klamauk zu viel war. Ja. Also die Original-Comics, das sind wirklich keine Comics für Kinder. Da werden schon mal Leute aufgeschlitzt und so. Da sind dann so Texte drin wie, ja, wir können bluten, aber sie konnten es besser und so. Ja. Das ist so, ja, fand ich einfach geiler irgendwie. Jetzt mal ganz kurz, weil du gesagt hast, du mochtest die Realfilme nicht, außer die mit Megan Fox, meintest du, oder? Nee, gar keine. Ich weiß auch gar nicht. Das ist jetzt wieder ein anderer meiner Flaws. Ich kann mit Schauspielern überhaupt nichts anfangen. Megan Fox ist für mich irgendeine, ich vermute Brünette, wenn ich mich recht erinnere, aber ich habe überhaupt kein Gesicht dazu. Und ich war auch noch nie irgendwie heiß auf Schauspielerinnen. Es sei denn, sie haben in Goblin-Kostüm gesteckt. Ja, genau das. Gut, ich stelle mir jetzt gerade Megan Fox in einem Goblin-Kostüm. Das ist weird. Aber ich kann das total verstehen, Lars, weil ich glaube, wäre es umgekehrt gegangen, weil ich habe die Comics, die originalen Comics erst kennengelernt, nachdem ich die ganze kindliche Variante kennengelernt hatte. Ich glaube, umgekehrt hätte ich es auch wahrscheinlich nicht akzeptieren können. Und so ging es dann aber, weil ich ja quasi das Upgrade quasi später hatte. Diese Comic-Serie, die so, ich glaube, die ist so vor 15 Jahren oder so rausgekommen, die letzte Comic-Serie, die soll sogar gut sein. Und ich habe mich da immer vorgescheut, weil dieser Stil halt so komplett anders war. Aber ich glaube, da werde ich mich irgendwann mal dran begeben müssen auch.
Ja, vor allen Dingen, weil es gibt mit dem Ronin, ja, das ist so der Abschluss, ist nochmal, also da hauen sie nochmal übelst auf die Pauke. Wir haben auch noch gar nicht gesagt, ne, das sind Kevin Eastman und Peter Laird, ja, wenn ich es richtig weiß. Ne? Genau. Das sind so die Zeichner und das sind für mich eben auch echt legendäre Figuren. So. Ich habe auch die Dokus über die geguckt. Es gibt so eine, wo halt die Geschichte auch so erzählt wird und die haben sich zwischendurch ja auch mal übelst zerstritten, als es um diese Rechte, das Rechte verkaufen ging und dann irgendwann haben sie sich wieder zusammengefunden und haben halt den Ronin wieder gezeichnet und sowas. Und das waren schon irre Geschichten, weil die haben dann so ein Zimmer gehabt, wo praktisch so eine Durchreiche drin war. Und der eine saß in dem einen Zimmer und der andere saß in dem anderen Zimmer. Und dann hat der eine irgendwas gezeichnet, hat das durch die Durchreiche geschoben und der andere hat es weitergezeichnet. So, also schon sehr, sehr coole Stories. Aber wir kommen ab. Ich merke das schon, Dirk möchte zum Ende. Schön, dass ihr es selber merkt. Ah. gut, ja, da war ich. Wir werden so viel quatschen am Wochenende. Ja, auf jeden Fall. Da müssen wir auch drüber reden, warum die Mirage Publishing. Ja, ja, ja. Nicht später, später. 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 Nicht jetzt. Ich mache den Abschluss, aber ich schwelge auch in Nostalgie. Also wenn ich denn nochmal eine Actionfigur haben wollte oder ich hatte natürlich auch Turtles-Figuren, aber ich hatte vor allen Dingen eine ganze Reihe Transformers-Figuren, inklusive so einem großen Optimus Prime mit Anhänger, der sich dann so in so einen riesen Optimus Prime verwandeln konnte. Das war ganz cool. Wenn ich heute mich jemand fragt, brauche ich auf gar keinen Fall Actionfiguren. Ich mag diese Resin-Sammelfiguren viel lieber, weil die nämlich in der Regel viel schöner aussehen als Actionfiguren. Ich brauche nicht, dass die sich bewegen. Es gibt so ein paar, die ich habe, die sich bewegen können. Das sind aber trotzdem keine Actionfiguren. Ich habe so eine Eva 01, den man in verschiedene Positionen stellen kann. Ich habe auch eine Samus in Metroid Suit, den man sich in verschiedene Positionen stellen kann. Allerdings meistens steht nur der Ball auf dem Schreibtisch. Da ist nämlich auch der Ball dabei. Dann kullert die hier nur so rum. Daher, ich bin mittlerweile viel mehr der Fan von diesen großen Sammelfiguren, aber auch da muss ich mich beherrschen und nicht alles vollzustellen, weil das geht doch relativ gut ins Geld. Das war mein Beitrag zum Thema Actionfiguren. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr mit wenig Spielen und viel Gerede drumherum um andere nerdige Themen trotzdem eine gute Zeit hattet. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Monatsrückblick. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Na, da. Das war es auch schon wieder bei The Board Game Theory. Danke fürs Einschalten und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche schon wieder. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen besucht gerne unseren Discord, schreibt uns auf Instagram oder per Mail an info@theboardgametheory.de oder schickt eine Postkarte. Wir würden uns außerdem darüber freuen, wenn ihr uns bei Spotify, Apple oder wo ihr uns sonst so hört, ein Abo und eine Bewertung dalasst. Vielen Dank und bis bald. Nice night. Mm-hmm. Pizza dude's got 30 seconds. Mm-hmm. Hey, Mikey, did you ever think about what Splinter said tonight? I mean, about what it would be like, you know, not having him? Time's up. $3 off. One twenty-two and an eight. Terrific. Where the heck is 122 and an 8? You're standing on it, dude. Just slip it down here. Give me that. Hey, this is a 10. The tab's 13. You're 2 minutes late, dude. Ah, come on. I couldn't find a place. Wise man say, forgiveness is divine, but never pay full price for late pizza.